Schön, dass du wieder hier bist und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Ich bin Sam Patrick Neukirch und es ist tatsächlich heute das wichtigste Video, was ich jemals wahrscheinlich gedreht habe und was ich in der nächsten Zeit auch drehen werde. Deswegen bitte ich dich auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben. Einerseits, um das Konzept zu verstehen, andererseits aber auch, es dann umsetzen zu können. Und worum soll es heute gehen? Es geht um das Spiegelprinzip der Realität. Was jetzt möglicherweise so ein bisschen Wu-Wu und Shishi klingt, da bitte ich dich tatsächlich einmal, die Vorurteile abzulegen und mir zuzuhören. Denn ob man an Law of Attraction oder wie auch immer glaubt oder nicht, Manifestation, sei mal dahingestellt, auch ich bin dem eher neutral gegenüber eingestellt und sage, wem es hilft, super, wem es nicht hilft, der soll es lassen. Ja? Hier geht es eher um einen pragmatischen Umgang mit dem, was du in deiner Realität erlebst. Ein pragmatischer Umgang, der auch auf den vergangenen Videos basiert, wo es um Wirklichkeit und Scheinwelt geht, wo es um den Umgang mit deinem Ego, mit deinen Ängsten, Selbstzweifeln, Unsicherheiten und so weiter geht und wie du mit einer ganz einfachen Veränderung in deiner Geisteshaltung dafür sorgen kannst, dass sich möglicherweise viel, viel schneller Ergebnisse einstellen, du insgesamt zu viel mehr innerer Ruhe, inneren Frieden kommst und dadurch tatsächlich in deiner Realität sich ganz, ganz andere Dinge widerspiegeln als zuvor in der Vergangenheit. Deswegen bitte ich dich auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben, einfach um das Gesamtkonzept zu verstehen. Denn das eine baut auf dem anderen auf. Es gibt hier keinen Schritt 1, 2, 3 oder sowas. Wenn du es skippst, hilft dir das nichts, weil du dann die Mitte vergessen hast. Also bleib auf jeden Fall dran, okay? So, übrigens Rang 2 der wichtigsten Videos, die ich hier gedreht habe, das siehst du hier oben, okay? Also, bleib bei mir. Schau mal, in den letzten Videos habe ich dir dieses Modell erklärt. Ja, es gibt eine Wirklichkeit, in der wir uns bewegen. Da sind wir, da ist also das, was wir wirklich wahrnehmen können. Ne? Hallo, hier, Flipchart, Körper, alles klar, ich bin da. So, dann gibt es natürlich noch die Menschen um uns herum. Ja, das heißt, da sind intersubjektive Beziehungen und. So, wenn wir uns in diesem Bereich aufhalten, führen wir ein Leben, das wir lebendig nennen. Sind wir hier, wo wir ein Ego-Bewusstsein aufbauen, wo wir mit Ängsten zu tun haben, wo wir Kompensationsmuster zeigen, wir fahren dicke Karren, um zu zeigen, dass wir toll sind oder wir streben ständig nach Lob, weil wir Anerkennung benötigen, wir haben vielleicht leichte narzisstische Züge, wir bauen uns auf jeden Fall einen Avatar, ähnlich wie in einem Konsolenspiel, wo wir sagen, so wäre ich gerne, ja, Muskeln, stark, schnell, reich, was auch immer. Ist das grundsätzlich verkehrt? Muskeln aufbauen zu wollen, reich zu sein, erfolgreich im Business zu sein, die Beförderung haben zu wollen, der beste Vater, die beste Mutter der Welt zu sein? Natürlich nicht. Hey, ganz kurze Unterbrechung, es geht sofort weiter. Ich möchte einen kostenlosen Coaching-Call mit mir verlosen. Dafür solltest du einfach nur Hashtag ClarityCall in die Kommentare posten und ich werde am Ende der Woche einen glücklichen Gewinner aussuchen und dann auch persönlich kontaktieren. Ich hoffe, du machst mit. Ich würde mich jedenfalls freuen und jetzt geht's weiter im Video. Der entscheidende Punkt ist nur der: Wenn diese Aspekte des Ego-Bewusstseins nicht in der Wirklichkeit gewurzelt sind, das heißt, wenn es nicht deiner Natura entspricht, sondern du versuchst mit dieser Scheinwelt etwas Fehlendes in deiner Wirklichkeit zu ersetzen oder zu kompensieren, dann müssen wir davon ausgehen, dass du irgendeine Art Beschädigung hast in deiner Wahrnehmung. Beschädigung heißt, dass dir irgendwann mal gesagt wurde, dass du es nicht wert bist, dass dir gesagt wurde, dass du vielleicht nicht gut genug bist, dir gesagt wurde, dass du immer extrem hart arbeiten musst, etc. pp. Schenken wir also dieser Scheinwelt Glauben, leben wir ein ziemlich unlebendiges Leben, weil wir nie nach unseren wahren Bedürfnissen, nach unseren wahren Kompetenzen agieren, sondern wir betreiben eigentlich jeden Tag Selbstbetrug. Wir versuchen es anderen recht zu machen. Wir sagen zu Partys, zu Veranstaltungen oder was auch immer zu, wo wir eigentlich primär gar nicht hingehen wollten. Ja? So, und das ist jetzt der Punkt, der unheimlich wichtig ist zu verstehen hierfür. Und das Ganze kommt mir jetzt gerade in den Sinn, weshalb ich auch das Video machen möchte, weil ich in ein Gespräch mit einem befreundeten Coach war. Und dieser befreundete Coach hat tatsächlich das erste Mal eine Riesenmarke in seinem Business überschritten. 30.000 Euro Monatsumsatz. So. Was ist jetzt der entscheidende Punkt? Er hat das geschafft, hat sich total gefreut. Und im selben Moment, während er mir das sagt, kommt ein paar Minuten später der folgende Satz: Ja, ich habe jetzt tatsächlich Angst, dass es im Februar nicht klappt. Dann habe ich gesagt, okay, warum sollte das denn nicht klappen? Du hast es doch im Januar geschafft, warum sollte es nicht im Februar klappen? Konnte er mir nicht erklären. Und das ist ein richtig, richtig gutes Beispiel dafür, was die Realität als Spiegel
möglicherweise für uns als Message, als wertvollen Inhalt, als Segnung ja, zur Verfügung stellen kann. Denn was derjenige getan hat, ist Folgendes. Er hat beobachtet, dass er einen richtig guten Monat hatte. Januar. Januar war Bombe. Richtig geil. Seine zweite Beobachtung war aber die, okay, wir haben Februar, neuer Monat. Und in seinem Geiste war es so, als hätte es mit dem Wechsel des Monats wie so eine Art neues Kapitel, eine Schwarz-Weiß-Änderung, ein Switch in irgendwas gegeben. Er konnte es nicht erklären, wo jetzt die Veränderung sein soll, außer dass wir statt Januar, Februar sagen, weshalb er jetzt plötzlich denkt, dass das Ganze nicht klappen könnte. Und genau diese gleiche Geisteshaltung haben wir auch. Das muss nicht nur ein Selbstständiger haben, das kann auch ein Angestellter haben, das kann eine Mama, ein Papa, ein Freund, wer auch immer, du selbst haben. Ja? Das heißt, du beobachtest deine Umwelt. Du bekommst zum Beispiel eine Rechnung, mit der du nicht gerechnet hast. Ja, meine Coaches freuen sich immer, wenn sie Post von mir bekommen und es keine Rechnung ist. Die sagen dann immer, oh, das ist so schön, mal Post zu bekommen, das, was keine Rechnung enthält. Aber auch da, du bekommst eine Rechnung und du siehst, oh fuck, ne, jetzt muss ich wieder Geld bezahlen, ich habe mir eigentlich was angespart, jetzt werde ich wieder weniger Geld, also jetzt werde ich wieder geldlos, habe wieder weniger am Ende. Und daraus formst du eine Haltung. Ja? Du formst eine Haltung, die dich dann in deinen Handlungen beeinflusst. Und diese Haltung sorgt dafür, dass eine entsprechende Realität entsteht. So, das ist erstmal das Grundmuster. Du beobachtest zum Beispiel dein leeres Portemonnaie und stellst fest, hab nicht genug Geld, kann mir nichts leisten. Was passiert? Deine Stimmung geht in den Keller. Mit dieser Stimmung eignest du dir eine gewisse Geisteshaltung an, die vielleicht durch Mangel geprägt ist, wo du sagst, ja, ich habe ja nicht viel Geld, wie soll ich mir all das leisten? Heißt ja nicht, dass du dir die Dinge nicht sofort leisten musst, sondern vielleicht erst in ein paar Jahren. Aber grundsätzlich bist du hier erstmal betrübt, bist traurig, bist vielleicht verzweifelt, hast vielleicht Angst, weil die Rechnung kam, die ist ziemlich hoch und du hast sowieso schon ein paar Verbindlichkeiten, denen du nachgehen musst und dann wird es ein bisschen kitzlig. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel des Coaches zurückkomme, er beobachtet, dass ein neuer Monat entsteht. So, ist jetzt erstmal nichts Dramatisches. Aber mit diesem neuen Monat hat er das Gefühl, als wäre all das, was er im Januar getan hat, völlig irrelevant. Seine Geisteshaltung geht also zurück in den Mangel, weil es das erste Mal war, dass es ein richtig guter Monat war und davor ziemlich viele Fluktuationen da waren. Sein Learning oder das, was er aus Gewohnheit gemacht hat, war, es war ein guter Monat, aber könnte sein, dass es wieder schlechter wird. Das war seine Geisteshaltung. Jetzt ist das Potenzial da, dass er aus diesem Prozess heraus eine Realität erschafft, in der er tatsächlich irgendetwas tut oder nicht tut, was dazu führt, dass es tatsächlich ein nicht guter Monat für ihn wird. Heißt, schau mal, du tust etwas, du hast tolle Erfolge oder du tust etwas und es passiert vielleicht auch nichts. Spielt keine Rolle, ob Riesenerfolge oder es passiert am Ende nichts. Deine Geisteshaltung kann dadurch bestimmt werden, was du glaubst, auf Basis deiner Prägungen, auf Basis dessen, was dir gesagt wurde, was du bereits erfahren hast, dass du eine Geisteshaltung annimmst, die von Mangel geprägt ist. Und dadurch wirst du sagen, okay, nächsten Monat wird es genauso scheiße. Oder, ja, das ist so eine einmalige Sache. Nächsten Monat falle ich wahrscheinlich wieder auf 5.000 Euro oder auf 2.000 Euro. Oder vielleicht habe ich auch gar keine Kundenanfragen. Ist ganz, ganz schlimm. Und was wir häufig übersehen ist, dass diese Geisteshaltung, ne, also hier zwischen der Geisteshaltung und der entsprechenden Realität, die da entsteht, das Tun liegt. Ja? Es ist also nicht so, dass wir uns hinsetzen, etwas wünschen und dann passiert ganz, ganz Tolles oder wir setzen uns hin, verfluchen die Welt und dann passiert ganz, ganz viel Schlimmes. Jeder wird einen Pessimisten kennen oder jemanden, der immer grundsätzlich schlecht drauf ist, aber total erfolgreich. Es gibt auch Menschen, die einfach als, entschuldigt, irgendwie im Umgang mit anderen Menschen total doof sind, aber in ihrer Familie total aufblühen. Ja? Es gibt alle möglichen Gegenbeispiele. Der entscheidende Punkt ist der, aus Angst dadurch, dass ein Monat vielleicht schlecht werden könnte, fängst du an, die Dinge zu verändern. Ja? Anstatt dein Winning System weiterzubehalten, was im Januar dazu geführt hat, im Falle des befreundeten Coaches 30.000 Euro zu verdienen, fängst du an zu verändern oder er fängt an etwas zu verändern, weil er sich denkt, ah, ich will vermeiden, dass der Februar schlechter wird. Dann wird der Februar schlechter, weil seine Geisteshaltung dazu geführt hat, dass er die Handlungen verändert hat. Und jetzt ist der wichtige Punkt, diese Realität
braucht ein bisschen, also sie kommt mit Verzögerung, wir beobachten die erst ein bisschen später. Wenn jetzt hier Selbstständige oder Geschäftsführer oder was auch immer zuschauen, die werden wissen, dass eine Handlung heute, die ich tue oder nicht tue, nicht morgen, auch nicht übermorgen, sondern vielleicht erst in 2, 3, 4 Wochen oder vielleicht sogar erst in 3 Monaten eine Auswirkung hat. Das liegt daran, dass dieser Kreislauf sich gegenseitig füttert. Ja, ich beobachte, neuer Monat, könnte sein, dass er schlechter wird. Oh, ich bin ein bisschen ängstlich, ich habe Zweifel. Ich glaube, ich sollte das, was funktioniert hat, nochmal überarbeiten, nochmal besser machen, obwohl es ja funktioniert hat, ja, und zu einem massiven Sprung geführt hat. Jetzt habe ich was getan. Oh, scheiße, jetzt ist schon 3 Tage nichts passiert. Ich wusste es. Es passiert nichts, ich sehe nichts, keine Kundenanfrage. Ich glaube, ich sollte nochmal was ändern und so weiter und so fort. Das Gleiche kannst du auch machen in Bezug auf Beziehung, in Bezug auf deinen Job. Mein Gott, ich racker mich die ganze Zeit ab und habe immer noch nicht die Gehaltserhöhung bekommen. Meine Haltung ist scheiße, der Chef würdigt mich nicht, wertschätzt mich nicht und so weiter und so fort. Dann hast du eine negative Haltung, bist vielleicht ein bisschen grimmig, bist vielleicht distanziert, deine Mitarbeiter sind auch nicht mehr so nett. Das füttert wieder diesen Kreislauf. Ja? Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Der Mindshift, den du jetzt also hier ansetzen musst, ist eigentlich ein relativ simpler. Und zwar, die Realität, die dadurch entsteht, dass du auf Basis eines Ergebnisses, ja, deine Handlungen veränderst, obwohl sie funktioniert haben vorher, ja, oder vielleicht warst du auch einfach nur zu ungeduldig und es hat noch eine Woche gedauert, bevor der große Tipping Point kommt. Was ist jetzt also wichtig zu verstehen? Deine Haltung bestimmt die Realität, die du erzeugst, die du folglich dann beobachtest. Anstatt dass das also Schritt 1 ist, solltest du an deiner Haltung arbeiten. Du solltest also nicht in der fiktiven Welt leben. Ja, was könnte passieren? Oh, vielleicht passiert es ja. Ne? Das heißt, hier oben hatten wir die Wirklichkeit, da war die Scheinwelt. Da ist unser Ego mit der Angst, mit den Zweifeln. Du hörst also nicht auf dein Ego, sondern du sagst, okay, es hat letzten Monat funktioniert, 30.000 Euro Umsatz oder Beförderung oder ein tolles Gespräch mit dem Chef, mit den Mitarbeitern. Meine Partnerin war unfassbar glücklich. Ich gehe also zurück in diese Haltung, in die Gewinnerhaltung. Ich gehe vor allem in die Haltung, ich kann das schaffen. Alles ist eine Chance zu lernen, alles ist eine Möglichkeit. Auf Basis dessen verändert sich meine Realität und jeder wird es wissen. Wenn er einem Menschen begegnet ist, der über beide Ohren gelächelt hat, konnte man nicht anders als mitlachen. Das lag nicht daran, dass er irgendwie Voodoo verwendet hat oder sonstiges, sondern seine Haltung war, ich lache von innen heraus, ich bin glücklich, ich empfinde Freude. Die Realität war dann diese, dass dieser Mensch festgestellt hat, hey, die Leute lachen zurück, wenn ich lache. Interessant. Seine Beobachtung war also genau das, nämlich, wenn ich lache, lachen alle anderen auch. Ich bin fröhlich, alle anderen sind auch fröhlich. Wenn ich einfach das tue, was bis hierhin funktioniert hat, ist es eine statistische Sicherheit mehr oder weniger, dass die Realität wieder genauso entsteht, wie auch in dem Monat zuvor. Das, was du also erlebst, ob das Ängste sind, ob das Zweifel sind, ob das in irgendeiner Form Unsicherheiten sind, eine innere Unruhe, die du verspürst. Das heißt, die Realität, die du wahrnimmst, die du beobachtest, ist immer dein Spiegel. Du darfst also nicht von dem, was du in der externen Realität wahrnimmst, als Problem der externen Realität sehen, sondern das, was du im Außen wahrnimmst, ist immer ein Spiegelbild deines Inneren. Realität ist also dein Spiegel, nicht ein Spiegel. Ja? Was auch immer du vor den Spiegel stellst, wird von diesem Spiegel reflektiert. Dementsprechend ist der zweite Mindshift der, dass du das Objekt der Reflexion bist. Gehst du mit schlechter Laune auf Menschen zu, bekommen sie schlechte Laune. Rufst du deine Freundin, deinen Freund an mit einer traurigen Stimme, was passiert auf der anderen Seite der Leitung? Oh mein Gott, was ist passiert? Ist alles okay? Du ziehst die Stimmung automatisch runter. Die Person war vorher vielleicht gar nicht traurig. Durch das, was du aber nach außen gesandt hast, das Bild, welches du zur Reflexion freigegeben hast, wurde dir entsprechend reflektiert. Das heißt, du bist immer das Objekt der Reflexion. Wenn du mit einer positiven Haltung, zum Beispiel in ein Verkaufsgespräch gehst, in ein Bewerbungsgespräch oder in ein Gespräch, wo es um eine Beförderung geht, und du mit einer entsprechenden Haltung dort reingehst,
wird die Haltung in der Regel gespiegelt. Man kennt das in Gesprächen. Man lehnt sich vor, derjenige lehnt sich auch vor oder zurück. Oder man spiegelt sich die ganze Zeit gegenseitig, wenn man sich vor allem aneinander amüsiert, gut findet oder eben Respekt zollt auf eine gewisse Art und Weise. Verstehe also, dass du als das Objekt der Reflexion dich verändern musst, bevor der Spiegel, das Leben, dir entsprechend das auch reflektieren kann und soll, was du dir wünschst. Ansonsten spiegelt dir die Realität nur das wider, was du bereits bist. Und das ist jetzt der letzte und wichtigste Mindshift. Ignoriere die Umstände. Warum? Du hast gerade keine Kunden, du arbeitest dich fast zu Tode, bist kurz vorm Durchbrennen, hast noch keine Beförderung, hast noch nicht die entsprechende Anerkennung bekommen. Ignoriere es, verändere deine Haltung. Weil wenn du die Umstände, die dir gerade nicht gefallen, als Basis und als Beobachtungsgrundlage nimmst für deine Haltung, wirst du dich immer schlecht fühlen müssen. Der entscheidende Punkt ist der, die Natur der Sache spielt keine Rolle. Ob du gerade erfolgreich sein möchtest, eine Beziehung aufbauen möchtest, spielt keine Rolle. Das ist das Objekt vor dem Spiegel. Erfolgreich sein, Beziehung haben, eine Beförderung bekommen, bester Papa, beste Mama der Welt sein, völlig egal. Das, was du darstellst, die Natur der Sache, ist völlig irrelevant. Das Entscheidende ist, welche Haltung du damit vertrittst. Weil ob ich jetzt so gekleidet oder in einem Maßanzug vor dem Spiegel stehe, wenn ich innerlich nicht an mich, meinen Erfolg und an das Recht vor allem, glücklich zu sein, erfolgreich zu sein, ausgeglichen, voller Leichtigkeit zu sein, glaube und das auch in meinem täglichen Tun verkörpere, habe ich keine Chance, dass mir die Realität, das Leben genau das widerspiegelt. Es geht hier also nicht darum, was du dir den ganzen Tag wünschst und dann irgendwie bekommst, sondern es geht darum, was du verkörperst, was du auf Basis deiner Identität, das, was als dein Standardbetriebssystem läuft, auch in die Welt bringst. Wenn deine Identität darauf basiert, dass du all dem glaubst, was dir in der Vergangenheit gesagt wurde, dass du minderwertig bist, dass du dies und das nicht kannst und weil du schwarz bist, kannst du es nicht, weil du gelb bist, kannst du es nicht, du kommst aus Asien, ganz schwierig. Ja? Wenn das Teil deiner Identität ist, weil du sie angenommen hast als Teil deiner Identität, dann ist das die Haltung, die immer vor diesem Spiegel steht. Und deswegen heißt mein Coaching auch die Identity Shift Experience. Weil es geht darum, dass wir dich auf einer Identitätsebene von dieser Scheinwelt zurück in die Wirklichkeit holen, sodass du die Reflexion erlebst, die du auch wirklich erleben möchtest. Und deswegen ist es dann so einfach und mühelos, erfolgreicher zu sein, eine Beförderung zu bekommen, in seiner Führungsposition total aufzugehen, sich grundsätzlich leichter, entspannter und voller Selbstwert zu fühlen. Weil hier gibt es diese ganzen Probleme nicht. Heißt das, dass du dann für immer geheilt bist? Natürlich nicht. Es bedeutet Training, es bedeutet Routine. Und das, was du tagtäglich tust, das wirst du auch. Und das ist ein Prozess, den ich mit meinen Coaches regelmäßig und vor allem auch in wirklich intensiven Sessions durchgehe. Dass wir diese Beschädigung aufheben und dass wir dauerhaft eine Haltung etablieren, die dafür sorgt, dass die wahrgenommene Realität diese Haltung befördert und alles deutlich einfacher wird. Wenn du also ambitioniert bist, vielleicht auch karriereorientiert und du möchtest aus diesem Struggle heraus, aus diesem ständigen Kämpfen, ja, du willst in deiner Selbstständigkeit endlich den Erfolg haben, der mühelos zu dir kommen soll. Du möchtest vor allem aus einer inneren Haltung heraus die ganzen Dinge aufbauen und nicht durch Kampf und Krampf und irgendwie erzwingen, dann bewirb dich für ein Beratungsgespräch. Du findest das in der Beschreibung. Klick einfach auf den Link und ich würde mich sehr, sehr freuen, mit dir diesen Identity Shift durchzuziehen, den Mind Shift in dich hineinzubringen, sodass du es verkörpern kannst, sodass du Tag für Tag daran arbeiten kannst, mit Leichtigkeit, mit innerer Ruhe, mit innerem Frieden und in gewisser Weise tatsächlich auch mit deutlich mehr Motivation und Inspiration deine Ziele zu erreichen. Und das Ganze ohne dass du ausbrennst, ohne dass du in diesem Hamsterrad gefangen bleibst. Ja? In diesem Sinne hoffe ich, dass das Video dir gefallen hat. Wenn ja, lass mir einen Daumen hoch da, teile
Und ganz wichtig, lass mir einen Kommentar da, was du aus diesem Video mitgenommen hast, was du ab heute umsetzen wirst. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, dein Patrick. Ciao. Hey, ich bin's nochmal, dein Patrick. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann habe ich noch weitere Empfehlungen für dich. Einmal hier oben, dort und natürlich auch dort. Und grundsätzlich gilt, hast du etwas mitgenommen, du findest es toll, dann abonnier doch einfach diesen Channel, teile dieses Video mit anderen, sodass auch andere davon profitieren können. Ich würde mich freuen. Bis nächste Woche, dein Patrick.